Hurra, heute ist es wieder soweit. Da kommt ein Märchenonkel und der erzählt ein wunderbares Märchen und das Publikum wird dankbar sein und wird dieses Märchen glauben, denn dieses Märchen ist zum Vorteil aller, zum Vorteil des Erzählers, nämlich Jerome Powell. Der wird nämlich sagen, oh, die Inflation, die ist ein bisschen stärker gestiegen als erwartet, aber die ist gleichwohl vorübergehend, gell, liebe Kinder, die ist vorübergehend und die Märkte sagen sich, oh, wenn der Jerome, wenn der das sagt, dann wird das stimmen, gell, und sie wollen es glauben und sie werden es glauben und wir werden da so eine Art Ritual wieder erleben. Täglich grüßt das Murmeltier auf jeder Fettsitzung immer das Gleiche und dennoch wird es interessant sein, dabei zuzuhören und mal die Aussagen von Jerome Powell mit der Realität abzugleichen. Da wird sich die eine oder andere Lücke auftun. Genau das werde ich machen ab 20 Uhr. Zunächst ja das Statement der US-Notenbank um 20 Uhr und dann die Pressekonferenz von Powell. Auch das werde ich vor allem live kommentieren. Seien Sie dabei, schon mal vorab der Hinweis. Aber schauen wir uns mal an, in welcher Lage jetzt die Märkte und die Fed sind. Eines ist ja klar, die Fed hat Angst vor diesem sogenannten Taper Tantrum aus dem Jahr 2013, als Bernanke, der damalige Notenbankchef, gesagt hat, wir werden jetzt mal die Anleihekäufe ein bisschen zurückfahren und die Märkte waren nicht sehr begeistert über diese Aussage. Und genau davor hat der Jerome besonders Angst. Der hat ja auch ein staatliches Portfolio, ein Aktienportfolio. Dementsprechend will er die Märkte nicht schockieren. Also wird er sie wahrscheinlich nicht schockieren. Aber jetzt ist es so, dass immer mehr Marktbeobachter, Player am Markt sagen, Jungs, ihr müsst jetzt mal was machen. Es geht so nicht weiter angesichts dieser Inflationszahlen. Könnt ihr nicht einfach mitten oder voll auf der Bremse bleiben, gerade was diese Mortgage-Backed Securities betrifft, diese Anleihen, hypothekenbesicherten Anleihen, die Blase am US-Hausmarkt noch weiter befördern. Das wird nicht so weitergehen können und jetzt betteln manche schon und sagen, Mensch, geht ein bisschen vom Gas und macht ein bisschen langsamer. Vielleicht ist, wenn die Fed dann wirklich das Tapering ankündigt, eine Erleichterungsrallye drin, weil man endlich sieht, dass die Fed sich bewegen muss. Es wird nicht anders gehen. Das sieht übrigens auch Rick Rieder so von BlackRock, eine ganz kleine Firma, die nur ganz wenig Geld verwaltet über ETFs und als Vermögensverwalter sind nur ein paar Billionen, also es ist eigentlich unwichtig, was die sagen, aber der sagt zumindest, ja, wir glauben, dass die Inflation dauerhafter sein wird, damit widerspricht er der Notenbank und dass wir weiter Wachstum sehen werden, dass wir eine höhere Inflation, eine dauerhaft höhere Inflation sehen werden. Und das ist eine Stimme, die natürlich gehört wird, wenn Rick Rieder spricht hier auf CNBC. Das Interview heute, Powell hat vielleicht auch zugehört, der guckt jetzt gerade dann die Aktienkurse und denkt sich nicht, dass der was Falsches erzählt. Insgesamt aber gehen die meisten Beobachter davon aus, fast alle Beobachter davon aus, dass heute nicht Tapering angekündigt wird. Nur 6% erwarten auf der heutigen Sitzung, dass da was passiert. 31% erwarten das im August, vor allem in Jackson Hole, da dieses Notenbankertreffen. Und die Konsensmeinung oder die Mehrheitsmeinung ist von 43% vertreten, dass wir im September dann auf der nächsten Sitzung dann eben die Tapering-Ankündigung sehen werden, hören werden, wahrscheinlich erstmal 10 Milliarden weniger. Die Fed pumpt ja 120 Milliarden in die Märkte und sie manipuliert natürlich damit die gesamte Zinskurve. Sie drückt also die sogenannten realen Renditen, also die Anleiherenditen minus Inflation, indem sie einerseits TIPS kauft, also inflationsgeschützte Anleihen. Das hat sie in letzter Zeit verstärkt gemacht. Achte darauf, was sie tun und nicht, was sie sagen. Die Fed kauft also verstärkt inflationsbesicherte Anleihen, weil man wohl denkt, oh, vielleicht mit der Inflation doch nicht so transitory, aber sie kauft natürlich auch normale Staatsanleihen und drückt damit die realen Renditen weiter nach unten. Und wenn wir mal einen hervorragenden Frühindikator für eigentlich das sehen, was der Fall sein müsste, nämlich die Relation Kupfer zu Gold und das vergleichen mit der Rendite der 10-jährigen Anleihe, dann ist da eine massive Differenz, denn Kupfer zu Gold geht nach oben, deutet einen gewissen
Inflationsdruck an, während die Renditen für US-Staatsanleihen nach unten gehen. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Der eine Markt oder die einen Märkte sind eher nicht manipuliert, der andere Markt ist eben durch die Fed manipuliert. Dementsprechend erklärt sich diese Differenz. Aber jetzt kommt hinzu, und das zeigen Pandemien der Vergangenheit, die ja durchaus schon gelaufen sind, dass wir damals auch gesehen haben, dass diese ganze Geschichte die Reallöhne nach oben gebracht hat. Es gab einen Bedarf nach Arbeitnehmern und dass die realen Interest Rates nach unten gegangen sind, was die Returns on Capital, also die Kapitalerträge, gemindert hat. Also wir sehen eigentlich aus der Geschichte, dass Inflation durchaus dauerhafter sein könnte, dass sich das Machtverhältnis ein Stück weit, und das ist ein Prozess, der noch in Zeitlupe funktioniert, ein Stück weit in Richtung Arbeitnehmer verschiebt. Die können dann höhere Löhne fordern. Und jetzt haben wir ja schon massive Preissteigerungen durch Lieferkettenprobleme, durch Rohstoffpreise auf der einen Seite. Und wenn jetzt die Arbeitnehmer noch dazukommen und ihre Lohnforderungen durchsetzen, dann wird es ein bisschen kritischer. Und genau das dürfte auch kommen, vor allem aus Sicht der CEOs. Die US-Berichtssaison ist hier ein sehr gutes Beispiel. 87% der bisher meldenden Unternehmen haben mehrfach über Inflation gesprochen, über Kostendruck gesprochen und auch ihre Bereitschaft klargemacht, diesen gestiegenen Kostendruck an die Konsumenten weiterzugeben. Während die Ökonomen, also die Theoretiker, sagen, also nee, die Inflation, die ist nicht so dauerhaft, sagen also die Praktiker, innerhalb der Unternehmen, die CEOs, die das wirklich an der Front erleben, die sagen doch, das ist dauerhafter. Einer der Punkte, warum das dauerhafter sein könnte, ist jetzt auch das, was sich abzeichnet. Die beiden Parteien respektive ein Komitee der beiden Parteien, Vertreter der beiden Parteien, der US-Demokraten und der Republikaner, haben offenkundig jetzt ein Agreement getroffen über das Infrastrukturprojekt, was hier kommen soll. Es gibt nach wie vor so ein bisschen Ruckeleien in Sachen, wer bezahlt es, wann wird es bezahlt, wird es überhaupt bezahlt. Die Republikaner sind da ja ein bisschen hawkischer immer als die US-Demokraten. Noch ist die Geschichte nicht durch, aber wenn es durchkäme, und das könnte bald der Fall sein, dann wäre auch das natürlich Nachfrage steigernd, und Nachfragesteigerung heißt in der Regel auch inflationärer Druck. Also die Fed müsste sich fast wünschen, dass das nicht kommt, denn Inflation würde ihr sozusagen ein Riesenproblem bereiten. Sie müsste dann eigentlich die Zinsen anheben. Das müsste sie jetzt schon längst tun eigentlich, aber sie will es nicht tun. Und deswegen muss sie die Inflation kleinreden, ein Ritual, das wir, wie gesagt, heute Abend dann erleben werden. Und was wir hier sehen, das sind die Infektionszahlen aus Asien ohne China, also Vietnam, Taiwan, Singapur, Südkorea, Japan etc. Hier sehen wir, die sind sehr, sehr steil nach oben gegangen. Das bedeutet für uns zunächst mal, also für den Westen, dass es mit diesen Lieferengpässen nicht besser werden dürfte, denn die Produktion findet ja weitgehend in Asien statt, das wird dann zu uns gebracht. Dementsprechend, wenn hier mehr Leute in Quarantäne sind, wenn die Vorschriften rigider sind, dann wird es eben nicht so schnell sich auflösen, diese Geschichte mit den Bottlenecks, mit den Lieferengpässen. Das wird dauerhafter sein, mal ein Seitenblick auf China. Wir haben hier keine 80, 90 Fälle pro Tag in China. Die schauen also besonders akkurat, die Chinesen. Also, na, es ist schon so, die Chinesen sind wahnsinnig heftig dabei, die Leute in Quarantäne zu bringen. Sobald nur irgendwo ein Verdachtsfall in einer Region ist und jemand durch diese Region reist, dann muss er sofort in Quarantäne. Die sind da wirklich ziemlich auf Zack. Aber sind die Zahlen richtig? Können die Zahlen stimmen? Ich meine, nein. Aber gut. Na, die Chinesen haben ihre eigene Statistik, dafür bewundern wir sie ja. Und jetzt mal ein Vergleich des chinesischen Aktienmarkts, der ja zuletzt so stark unter Druck war. Heute so ein bisschen Erleichterung, weil die Parteiführung es so wollte. Man hat Signale gegeben, wir werden den Crash erstmal nicht weitergehen lassen. Also ging er nicht weiter. Hier mal ein Vergleich des China A50, also des Index, der die wichtigsten 50 chinesischen Unternehmen umfasst, und des DAX. Und normalerweise ist der DAX relativ eng gekoppelt auch an die chinesischen Märkte. Das zumindest in der Theorie, weil eben Deutschland sehr stark von China auch abhängig ist. Der DAX ist ja ein Call auf die Weltwirtschaft, wie mein Kollege Wolfgang Müller sagt. Und dementsprechend, wenn China gut läuft, wenn die Konjunktur gut läuft, dann müsste das auch gut für den DAX sein, aber wir wissen ja, die Aktienmärkte, die sind jetzt nicht mehr ganz so frei. Und wie es mit China aussieht,
sehen wir hier zum Beispiel auch mal einen Vergleich zwischen Alibaba. Oben sehen wir Revenue Growth innerhalb der letzten 10 Jahre von Amazon und Alibaba. Und das Umsatzwachstum, also Revenue Growth, bei Alibaba fast 1000%, bei Amazon, die wir ja alle bewundern, bei gute 400% in den letzten Jahren, aber die Amazon-Aktie um 1000% gestiegen, die Alibaba-Aktie seit ihrem IPO 2014 nur um 97% gestiegen. Wir sehen also, dass chinesische Aktien viel, viel günstiger sind. Unten sehen Sie hier in dieser Grafik China's Discount to the World, also der Discount des chinesischen Aktienmarktes in Relation zu den Weltaktienmärkten, insbesondere zu den US-Aktienmärkten, ist gigantisch, beträgt über 30%. Und mein Kollege, der eben angesprochene Wolfgang Müller, der hat heute einen Artikel geschrieben, die Wirtschaft und der Crash am Aktienmarkt, der nochmal diese schlechtere Performance chinesischer Aktienmärkte beleuchtet, bei gleichzeitig viel besserem Wachstum, nicht nur der Wirtschaft, sondern eben auch der Unternehmen. Das ist irgendwie ein Widerspruch, der sich nur erklären lässt, eben durch die Unsicherheit, die durch die chinesische Führung bedingt ist. Es ist eben so, dass in China, und das ist einer der zentralen Dinge, es keine Garantie von Eigentum gibt. Da kann man Leute mal schnell enteignen, kann sie sozusagen aus Positionen rausdrängen. Siehe Jack Ma, dieser Machtkampf, der da wahrscheinlich hinter den Kulissen stattfindet. Unter dem Video habe ich diesen Artikel wieder verlinkt. Schauen Sie sich den mal an, der ist kurz knackig und bringt die Dinge auf den Punkt. Und abschließend noch eine Bemerkung zu der ganzen Umweltthematik. Wir sehen hier, dass die chinesischen Emissionen oder die Emissionen Chinas von CO2 weiter steigen werden, während wir unseren Peak schon überschritten haben, sowohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch die EU. Da dürfte es mit den CO2-Emissionen nach unten gehen. Es wird nur nicht so wahnsinnig viel helfen, wenn die Emissionen in China nach oben gehen, dann haben wir damit auch nichts gewonnen, aber wir haben auf jeden Fall ein gutes Gewissen. Es ist ja so, dass einer den Anfang machen muss, schon klar, aber die Frage ist, was bringt es, wenn die anderen es nicht tun? Das ist die Krux der derzeitigen Umweltpolitik. Also 20 Uhr, FED-Entscheidung, gucken Sie auf finanzmarktwelt.de, 20:30 können Sie gleich dranbleiben, dann die Pressekonferenz von Jerome Powell, da habe ich immer besonders Lust drauf, da kann man ein bisschen sich austoben und dann werden wir auch bringen um 22 Uhr bei finanzmarktwelt.de die Zahlen von Facebook. Auch das dürfte nicht unerheblich werden, nachdem ja die Tech-Riesen gestern allesamt eigentlich die Erwartungen übertroffen haben. Aber nicht alle Aktien sind deutlich im Plus. Eigentlich nur Google respektive Alphabet deutlich im Plus. Mal schauen, wie es mit Facebook geht. Jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.